Am 25. Oktober 2016 hieß es Volles Haus im Audimax der HMKW Köln. Der größte Hörsaal der Medienhochschule war bis auf den letzten Platz besetzt, als der bekannte Journalist Peter Klöppel auf die Bühne trat. Bereits zum zweiten Mal besuchte der langjährige Chefmoderator von RTL Aktuell die HMKW Köln auf Einladung seines Kollegen, des Filmemachers und Dozenten Hans Hausmann. Die folgenden 90 Minuten drehten sich rund um das Thema neue Newsformate und Storytelling in Nachrichtenberichten. In der Diskussionsrunde mit Hausmann betonte Klöppel vor allem, wie wichtig eine einfache Sprache bei journalistischen Formaten sei. Entscheidend ist, dass die Zuschauer in dem Moment, wo sie es hören, verstehen. Weil die können nicht nochmal zurückspulen. In der Zeitung kann man nochmal zurückgucken, das kann ich in der Nachrichtensendung nicht. Der erste Schuss muss sitzen. Anschließend ging er auch auf die vielen Fragen der Anwesenden ein und gab den Nachwuchsjournalisten Tipps für eine erfolgreiche Praxis. Schreibt verständlich, die Leute lesen nicht, weil sie finden, dass ihr Schriftsteller werden solltet, sondern die Leute lesen, weil sie wissen wollen, was passiert. Das ist ein bisschen Übung. Man kann sich das beibringen lassen, wo auch immer, im Studium. Man kann sich aber auch und muss sich auch jeden Tag selber hinterfragen. Bei jedem Satz, den man schreibt, selber nochmal drauf gucken. Und wenn man in einer Redaktion arbeitet, in der das auch immer eingefordert wird, dann steht dann halt auch mal ein Chef vom Dienst hinter einem und sagt, sag mal, den Satz kapiere ich nicht, bitte nochmal neu schreiben. Oder die Moderation verstehe ich nicht. Diesen Druck, den muss man sich selber erzeugen und es ist nicht schlecht, wenn man ihn auch noch zusätzlich von anderen bekommt. Die Studierenden und Lehrenden der HMKW Köln dankten dem Gast für die spannenden Einblicke in den Redaktionsalltag einer großen Nachrichtensendung. Dann machst du hier gleich öffentlich, darf ich dich zur nächsten Runde einladen, im nächsten Jahr. Ja. Klar, logisch, ist doch nett. Dann aber das soweit dicht gemacht.